Dieses Jahr steht das Augsburger Hohe Friedensfest unter der großen Überschrift Fürsorge. Gerade ein sehr wichtiges Thema. Unbedingt. Also passt auch gut zu Corona, die uns ja nochmal in eine völlig andere Zeit katapultiert hat. Und aufeinander Acht geben, füreinander da sein, Schweigen auszuhalten, miteinander ins Gespräch zu kommen, das steht hier auch dafür. Am Anfang steht aber die Confessio Augustana. Das ist eine Bekenntnisschrift, die hier im Rokokosaal der schwäbischen Regierung von den Protestanten vorgelegt wurde. Das war eigentlich das Gründungsdatum der evangelisch-lutherischen Kirche. Und das hatte erstmal gar nichts mit Frieden zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Das hatte erst einmal mit Krieg zu tun, weil jetzt die Lutheraner tatsächlich zu einer eigenen Größe geworden sind. Und in der Folge gab es dann eben auch die kriegerischen Auseinandersetzungen im Dreißigjährigen Krieg. Und erst danach, 1648 mit dem Westfälischen Frieden, wurde dann Augsburg zur Friedensstadt. Zuerst mal war es die Stadt der Confessio Augustana. Ja, hier ist also der Rathausplatz. Hier findet normalerweise die Friedenstafel statt, aber dieses Jahr leider nicht. Aber der Goldene Saal, der ist frei. Hier dreht sich alles um den Frieden. Alle 3 Jahre wird der renommierte internationale Augsburger Friedenspreis verliehen. Aber was ist Frieden? Also Frieden ist für mich noch mehr als Friedlichkeit. Friede ist für mich ist Toleranz, ist einander zuhören, ist aufeinander eingehen, ist Argumente miteinander abzuwägen und einfach im Gespräch zu bleiben. Und das ist wichtiger denn je. Also dieses im Gespräch bleiben, in Corona, nach Corona, wichtiger denn je. Im Gespräch bleiben auch Katholiken und Protestanten. Bei St. Ulrich und Afra stehen die Konfessionen Wand an Wand, ohne Durchgang. Also leider kann man nicht mehr hineingehen. Das war früher tatsächlich durch die Agneskapelle, konnte man hier von der evangelischen in die katholische Kirche gehen. Die wurde leider zugemauert. Und mein Herzenswunsch wäre, dass diese Mauer fällt, wie so viele Mauern in dieser Welt, und dass wir hier wieder auch einen freien Zugang haben, dass man auch noch mal sieht, wie sehr evangelisch und katholisch zusammengewachsen sind. Miteinander reden, miteinander das Gute wollen. Eine gemeinsame Aufgabe für Christen, Juden und Muslime. Nicht nur in Augsburg und nicht nur zum Friedensfest.